So, sollte laufen. hallo, Freunde. Gib einen neuen Vlog. Und ich dachte mir, diesmal wird's ein bisschen anders, beziehungsweise, ja, was heißt anders? Kurz gesagt, ein bisschen für manche emotional. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ja gut, nee, ich habe mich entschieden, einen neuen Vlog zu machen. Zum einen möchte ich mich von meinem alten Namen trennen. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja, beziehungsweise ich heiße ja Renault 89. Und da möchte ich mich ein bisschen trennen von jetzt und mir den neuen Gamertag verleihen. Weil, ich muss sagen, 11 Jahre Renault 89 ist auch eine echt lange Zeit gewesen. Ich habe viele Leute durch Xbox Live kennengelernt, viele Leute, viele Clans, beziehungsweise einige Clans kennengelernt, auch drin gewesen. In Duster, in RGS und jetzt in bei den Promille-Gamern sozusagen. Und ich möchte mit den ganzen Sachen, was da vorher alles gewesen ist, abschließen und quasi ein neues Gaming-Ära beginnen. Ja, auch mit meinem Streaming und alles und so weiter und so fort. Deswegen, ab morgen stellt sich um in YouTube ist ja mit Google Plus verbunden, da habe ich mich schon umgeändert. Bei YouTube müsste eigentlich bald sich das auch umändern. Bei Twitter habe ich mich auch umgeändert. Und zwar wird mein neuer Name sein Muten Roshi. Ja, ihr kennt wahrscheinlich Muten Roshi, klar, aus dem Dragon Ball Universum als Herr der Schildkröten. Die 34 dazwischen ist praktisch meine Lieblingszahl, deshalb habe ich das so gemacht, Muten. Dann so ein Strich, 34, dann nochmal so ein Strich und dann Roshi dahinter. Das ist praktisch mein neuer Gamertag auf der PlayStation 4. Werden ja sowieso die echten Namen angezeigt, von die man da eingibt. Von daher wird sich da jetzt nicht viel ändern. Nur auf Xbox Live werde ich anders heißen. Bei Twitch werde ich anders heißen, also genauso halt, der ändert sich bei Xbox, bei Twitch, bei Twitter und bei YouTube. Deswegen, 11 Jahre lang Renault 89, das war's, ab morgen Muten Roshi und, ja, andere beginnen ein neues Leben, beziehungsweise einen neuen Abschnitt, indem sie sich Tattoo stechen. Andere machen das auf eine andere Art und Weise und ich mache das, indem ich meinen Namen wechsle, mein Gamertag. Und das zum allerersten Male. Renault 89 gibt's ja schon, wie gesagt, seit 11 Jahren auf der Xbox 1, auf der ganz allerersten, wo Xbox Live dann praktisch drauf kam durch Halo 2 und dann habe ich mich auch Renault 89 genannt. Auf dem einfachen Grunde, sagen wir mal so, der Name stellte sich dahin zusammen. So, meine Eltern haben damals einige Renaults gefahren und 89 ist ja mein Geburtsjahr und das habe ich einfach zusammengefügt und da war der Name fertig. Da habe ich mir nicht viel Gedanken drüber gemacht. Auch deswegen. Ja, deswegen halt, ne, mal was anderes. So, ich mach mal jetzt Twitch an, wegen dem Chat und so, habe ich nicht angemacht. So, kurz den Ton aus, damit man mich nicht doppelt hört, weil sonst ist das wieder scheiße. So. Also, wie gesagt, neuer Name, neues Glück, quasi. Ja, so, da kann ich auch dieses Vlog nutzen, um neue Spiele anzukündigen. Layers of Fear ist vorbei. Heute Abend um 21 Uhr, das heißt genau in einer Stunde, gibt es Firewatch von mir. Ja, noch mit, natürlich noch mit meinem alten Namen Renault 89, was ja klar ist. Aber bei Steam heiße ich auch jetzt neu Muten Roshi. So, also wie gesagt, um 21 Uhr Firewatch und, ja, mit Project Cars muss ich gucken, ne? Das habe ich ja gesagt, zocke ich ja sonntags immer. Sebastian und Löb wollte ich nochmal die Videos reinposten, weil ja mit dem Part 2 das nicht wirklich geklappt hat und da mache ich mit dem
Mit dem Karrieremodus mache ich da weiter. Auch unter anderem, also Firewatch. Und ja, da kommen halt noch andere Projekte, einige andere Sachen. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen oder sagen, so ich bin eher, ihr wisst das, ich bin so eher, ich sag das über Twitter oder über einen Vlog, was ich jetzt demnächst zocken werde. Also auf jeden Fall Firewatch werde ich jetzt zocken. Heute eine Stunde, Donnerstag eine Stunde, also immer im Zwei-Tages-Rhythmus wie Layers of Fear. Sebastian Loeb und Project Cars auch so zwischendrin irgendwann. Und The Division ist jetzt neu rausgekommen. Ja, kurze Anmerkung, so große AAA-Titel, ja, also beziehungsweise wenn es jetzt Rollenspiele sind, streame ich jetzt nicht so wirklich, weil da werden von anderen 1000 Let's Playern werden das, wird das überall und zeitlich ist ein Rollenspiel. Ich werde es auf jeden Fall streamen, wenn ich zusammen mit dem Wanderfalke oder mit The Kuhn mal zocken werde oder mit der Darkstrife, die hat ja auch, holt sich ja auch bald, wahrscheinlich Division. Und da werden wir zusammen mal Online-Modus koop-mäßig zocken und streamen. Formel 1 geht, genau, um Formel 1 geht auch noch weiter, bevor ich das vergesse. Klar, die Saison 2015 hat ja gerade angefangen und ist schon im vierten Rennen. Das nächste Rennen wird in Spanien sein. Und endlich, man kann auf der Xbox Party jetzt alle hören. Das heißt nicht nur mich, sondern auch Future Elder und René. Die drei kann man jetzt hören sozusagen und werden mit mir zusammen die Rennen fahren und endlich, ja, boah, wie lange hat man da gewartet, bis das kam? Da bin ich auch froh drüber. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, im Moment nichts. Trackmania Turbo kommt Ende März raus, da werde ich natürlich auch streamen. Und ja, bis dahin ist dann wahrscheinlich wieder ein neuer Vlog draußen. Ihr kennt mich ja. Ja gut, nur damit ihr Bescheid wisst, ab morgen bin ich mit neuem Namen unterwegs, falls ihr euch denkt so, oh, was, wie Renault Muten Roshi jetzt? Ja, heißt so, jetzt. Das werde ich auch nochmal allen sagen, dass ich ab morgen anders heiße. Also wie gesagt, bei YouTube, bei Twitter und bei YouTube ist es schon, ab morgen bei Twitch und bei Xbox Live. Ja, und wie gesagt, und einen schönen Abend. Und gleich Firewatch gucken um 21 Uhr für heute den Dienstag und Donnerstag und Donnerstag Samstag, ja Samstag muss ich gucken, aber dann wieder am Montag. Euren schönen Abend, euer Benny. Ciao, ciao.